Es gibt bei Porsche ja eine gewisse Palette an Sondermodellen, wie zum Beispiel dem 911 GT3, dem GT3 RS, GT2, Sportklassik, Heritage Design, was weiß ich nicht. Beim Mittelmotor den GT4 RS, den Spider RS, GT4, Spider. Das sind alles Autos, die man nicht einfach so kaufen kann. Also ihr könnt da nicht einfach so in ein Porsche-Zentrum reinlatschen und sagen, hallo, ich habe gehört, da gibt es ein geiles Auto, ich würde das gern bestellen, weil dann sagt jeder Verkäufer, Digga, es tut mir leid, du bist ja gar kein Kunde von uns, du willst wahrscheinlich nur spekulieren mit diesem Auto. Und das ist genau der Punkt mit der Spekulation. Viele Leute kaufen solche Autos einfach nur, um schnell Geld zu verdienen, weil sie wissen, dass diese Autos für mehr Preis im Internet und überall auf der Welt verkauft werden. Mit Leichtigkeit. Also ich will jetzt hier nicht hören, irgendwie Wunschpreise, bla bla bla. Nein, diese Autos, diese aufgezählten Modelle und auch noch viele andere und auch bei anderen Marken, bei Ferrari, bei Lamborghini, bei anderen Autoherstellern gibt es auch solche Autos, die locker für Überpreis verkauft werden. So viel dazu. Deswegen, wenn du dir so ein Auto kaufen willst, dann brauchst du eine gewisse Geschichte bei Porsche, du brauchst ein gewissen Werkstattumsatz mit deinen aktuellen Autos, die man von der Stange in Anführungszeichen kaufen kann. Und vielleicht wirst du irgendwann dann einmal mit so einem Auto belohnt. So viel zum Thema Aufklärung. Und jetzt kommt der Hammer. Ich bin in der glücklichen Situation, so einen Boxster Spider oder 718 Spider. Viele wollen ja nicht hören, dass dann da Boxster dazu sagt, sondern es ist ein 718 Spider. Habe ich mir bestellt. Vor etwas längerer Zeit habe ich das gemacht und ja, damals war das noch nicht so krass, dass so krass wie jetzt der Markt ist, war das noch nicht. Und ich habe das Auto eigentlich nur aus einem Grund bestellt. Ich habe eine PTS-Farbe bekommen. Ich habe hier auf dem Kanal schon einmal über PTS-Farben gesprochen, wo ich euch den 992 GT3 in Brewster Green gezeigt habe. Wenn ihr ein bisschen runterscrollt auf meinem Kanal, dann werdet ihr das Video finden. Ja, ich habe so ein bisschen Faible für PTS-Farben und als ich dieses Angebot bekommen habe, so ein Auto zu bestellen in PTS, da musste ich zuschlagen und ja, habe das wahrgenommen. Jetzt ist es soweit, jetzt kann ich das Auto hier konfigurieren mit euch zusammen. Ich befinde mich jetzt hier im Porsche Car Konfigurator. Jeder von euch, der Lust hat, kann im Konfigurator sich seinen Traum Porsche zusammenstellen. Das geht einfach unter porsche.com/Konfigurator oder irgendwie sowas oder googelt es einfach. Und ich gehe jetzt hier auf den 718. Mir ist es jetzt hier der 718 Spider, den ich mir jetzt hier mit euch eben mal zusammenstellen möchte. Und ihr seht jetzt schon, standardmäßig kommt das Auto hier in Weiß. Und seit kurzer, jetzt muss ich hier kurz nicht mehr, so, ich brauche keine Tipps. Seit kürzester Zeit, ich glaube seit, lassen wir es 4 Wochen sein, gibt es die Möglichkeit im Porsche Car Konfigurator hier auf dem Button, Farbe nach Wahl, seine PTS-Farbe anzeigen zu lassen. Das ging bis dato nicht. Man konnte auf diesen Button klicken, konnte reinschreiben, welche Farbe man möchte, aber man konnte nie die Farbe so richtig auf dem Auto sehen. Und das geht jetzt seit kurzem. Wir können jetzt hier bei Farbe nach Wahl auf den Button gehen. Da wird er uns jetzt hier sagen, ja, wir müssen ein bisschen Ausstattung reinnehmen, indem man Lederpaket erweitert. Und dann haben wir hier die volle Auswahl an Sonder- bzw. bei Porsche sagt man ja Individualfarben bzw. mittlerweile Farbe nach Wahl plus, PTS, Paint to Sample. Es gibt tausend Begriffe, jeder weiß, um was es geht. Es geht um diese unendliche Auswahl an verschiedenen Farben. Hier oben kann man sogar noch die Farbgruppe auswählen. Hier zum Beispiel nur gelbe Farben, nur blaue Farben. Bei mir wird es eine grüne Farbe. Grün. Nein, nicht grau. Oh, grau gibt es auch geile Farben. Ah ja, also hier könnte man sich wirklich unendlich austoben. Ich möchte grün. Und er sagt grau. Ich sag grün. Er sagt grau. Ah, okay. Es ist ein bisschen versetzt, habe ich jetzt auch gecheckt. Hier haben wir alle grünen Farben, die wir uns auswählen können. Und an dieser Stelle würde mich jetzt mal interessieren, was würdest du dir auswählen als Paint-to-Sample-Farbe? Das muss jetzt nicht grün sein, vielleicht blau, vielleicht rot oder so. Welche Farbe fällt dir ein,
die du auf dein Auto, ob das jetzt ein 718 Spider ist oder ein 911er, drauf machen würdest, schreib es mir in die Kommentare. Und bei mir kann ich schon mal sagen, wurde es die Farbe hellgrün. Ja, tatsächlich hellgrün. Es ist nicht mintgrün, sondern hellgrün. Finde ich irgendwie ticken schöner. Also ich wollte erst mintgrün bestellen und habe mich dann für hellgrün entschieden. Und jetzt, tada, so kommt dieses Auto hier raus. Und das sieht man das hier? Ja, das muss ich jetzt gleich mal sagen. Das sieht jetzt hier auf dem Bildschirm nicht originalgetreu aus. Das ist so ein bisschen der Nachteil von diesen Display-digitalen Sachen, weil das sieht jetzt hier eher aus wie das Python-Grün, das man sich standardmäßig bestellen kann und nicht wie das Hellgrün, das ich auf meinem Auto habe. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal Mintgrün und lass das anzeigen, weil das Mintgrün sieht auf dem Bildschirm so aus wie Hellgrün in echt. Sorry Leute, vielleicht liegt es auch einfach an der Konfiguration vom Bildschirm. Vielleicht kann man da ein bisschen Farbspiel, ein bisschen was nachjustieren und dann sieht es besser aus. Auf jeden Fall sieht so das Auto der Begierde aus. Sieht das nicht geil aus? Das sieht doch einfach nur geil aus, oder? Diese Farbe auf diesem Auto, wunderschön. Und ganz witzig, ich habe mir für mein Auto auch ein ähnliches Kennzeichen ausgesucht wie jetzt hier im Konfigurator, zufällig. Ich habe auch 718 genommen, klar. Dann P für Patrick. Y habe ich nicht genommen, sondern J für Jessica. Und vorne habe ich natürlich nicht Stuttgart stehen, sondern Ravensburg. Also ein relativ ähnliches Kennzeichen wie jetzt hier im Konfigurator. Jetzt gehen wir mal im Schnelldurchlauf durch. Was brauchen wir hier in so einem Auto? Wir machen hier bei Lackvarianten meine Räder mal in Platinumfarbe. Ansonsten, hier, das lassen wir mal so, Sitze lassen wir so. Exterieur brauchen wir eigentlich, ich glaube, gar nichts. Ich muss dazu sagen, das wird ein Auto für mich. Also ich muss gucken, dass auch der Preis etwas im Rahmen bleibt. PDK will ich auf jeden Fall haben. Dann will ich auf jeden Fall auch die LED-Scheinwerfer haben. Ich will das Lichtdesign-Paket haben. Ich will die elektrisch anklappbaren Außenspiegel haben. Und möchte den Parkassistent, Rückfahrkamera. Ja doch, komm, Rückfahrkamera brauchen wir auch. Und Tempolimit-Anzeige brauche ich. Tempostat, also den Tempomat, brauche ich auch. Es gibt beim 718 keinen Abstandstempomat. Deswegen, sonst hätte ich den genommen. Interior, da brauche ich, ja, Sitzheizung. Komm. Klimaautomatik. Multifunktionslenkrad mit Lenkradheizung, ist klar. Fußmatten, machen wir die normalen rein. Und was gibt es noch? Sicherheitsgurt in abweichender Farbe, Ziffernblätter und so. Alles geil, alles cool, aber das brauche ich nicht, weil sonst kann ich das Auto am Schluss nicht mehr bezahlen. Und dann gehen wir zur Audio- und Kommunikation. Smartphone-Ablage brauche ich. Apple CarPlay, must have, wirklich ohne geht nicht. Und dann sind wir schon durch. Dann haben wir einen Gesamtpreis von 123.202,40 €. Ja, das ist er. Mein Boxster oder 718 Spider, den ich mir jetzt hier auf die Schnelle konfiguriert habe. Und jetzt die Frage, wie lange braucht es, bis das Auto produziert wird? Schauen wir mal. Vielleicht geht das ja jetzt sofort. Hier, der Spider im hellgrün PTS
Geil, oder? Was für ein geiles Auto. Also, wo ich den jetzt das erste Mal gesehen habe, ihr habt es wahrscheinlich an meiner Reaktion gesehen. Ich war echt baff, weil ja, sowas sieht man halt einfach nirgends. Und ich gehe mal eben schnell rein. So. Ich springe mal eben schnell rein, weil es doch sehr windig draußen ist. Und ich werde es jetzt heute. AdBlue nachfüllen. Ich werde es jetzt heute nicht mehr bei Helligkeit zu Hause. Was laber ich? Ich werde es jetzt heute nicht mehr schaffen, bei Helligkeit zu Hause anzukommen. Deswegen beende ich jetzt schon mal das Video, weil sonst vergesse ich das am Schluss noch oder so. Und ja, das liegt auch daran, weil ich hinten noch diesen Karton mitgenommen habe. Den habe ich in Stuttgart abgeholt. Das ist hier eine Tesla-Scheibe, die ich jetzt für den Vince, meinen Kumpel, abgeholt habe. Und das hat sich jetzt alles ein bisschen nach hinten gezogen und Baustellen und was weiß ich alles. Also egal. Hier, Spider ist aufgeladen, fährt jetzt mit mir nach Hause und ich bedanke mich fürs Anschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls das nicht so wäre, oder ja, schreibt einfach irgendwas rein. Gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal und zwar wahrscheinlich jetzt schon sehr bald, weil morgen, also den Anhänger lasse ich eigentlich gerade schon dran, wenn ich zu Hause ankomme. Morgen hole ich einen GTR ab und da könnt ihr wirklich gespannt sein, was da auf uns alle zukommt. Vielen Dank fürs Anschauen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Peace!